Nein, Herr Kommissar, ich habe den Jägermeister zwischen meinen Beinen und auf der Rückbank nicht getrunken. Dieser betrunkene Wiener hatte wohl die dümmste Ausrede aller Zeiten. In der Donaustadt führte die Polizei einen Alkoholschnelltest bei einem 33-Jährigen durch, der einen starken Geruch nach alkoholischen Getränken hatte. Das Ergebnis? 2,12 Promille. Auf der Polizeistation erzählte der Mann die Geschichte so. Er sei bei seinem Schwager etwas trinken gewesen. Sein Auto habe er aber nicht gefahren, sondern ein Freund. Dieser habe ihn dann auch auf den Fahrersitz gepackt. Die Polizisten machten ihn dann auf die leeren Flaschen im Fahrzeug auf. Die Jägermeisterflaschen zwischen seinen Beinen und auf der Rückbank habe er auch nicht getrunken. Das war eben auch sein Freund. Dessen Name möchte er aber nicht bekannt geben. Sein Fahrzeug war falsch abgestellt. Da der Freund nicht zum Umparken erreichbar war, wurde dem Wiener das Auto abgeschleppt. Und hier hört es nicht mal auf. Der Betrunkene beschuldigte die Beamten auch noch, sein Handy gestohlen zu haben. Dieses war aber die ganze Zeit in einer der hinteren Hosentaschen. Als die Polizisten ihn darauf aufmerksam machten, zuckte der Mann mit den Schultern und lachte. Und die Polizei so: Führerscheinentzug und Anzeige. Was ist deine beste Ausrede? Schreib's in die Kommentare.